Ja, hallo, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Video auf diesem Kanal und zu einem Video, wo ich gerade in den letzten Wochen, ja, einiges an Nachfragen immer mal wieder bekommen habe. Ihr habt euch schon lange gefragt, wie steht es um dieses Projekt? Und heute kann ich euch Rede und Antwort stehen, beziehungsweise euch auch mit neuem Content versorgen. Es geht um unseren Nissan Skyline GT-R aus der Fast and Furious Reihe. Genau, da soll es nun endlich mal wieder weitergehen, ihr Lieben. Und zwar habe ich ein paar neue Ausgaben bei mir liegen, ganz aktuell, die wir heute auch verbauen wollen. Die Ausgaben 15 bis 19, vielleicht fünf Stück am Stück, wollen wir heute verbauen. Ja, ich habe das letzte Video, das waren die Ausgaben 12 bis 14, schon vor, boah, über einem halben Jahr meines Wissens oder gutem halben Jahr online gestellt. Seitdem hat der Bau des Modells geruht. Aus welchem Grund, habe ich damals schon gesagt. Ich habe die Ausgaben damals über Japan bezogen, sprich extra teuer das Ganze. Aber Japan, der Agostini Japan, war die einzige Stelle, wo man das Modell kriegen konnte bis dahin. Dann kam zum Jahreswechsel aber die Ankündigung sowohl von Frankreich, dass das Modell da startet oder gestartet ist, gleichzeitig aber auch von Fanhome Deutschland, dass das Projekt hier startet. Und daraufhin brauchte ich mir die Modelle ja nicht oder die Einzelteile, die Ausgaben nicht mehr teuer über Japan holen, wenn es sie auch dann hier gibt. So war der Gedankengang. Und wenn es schon bei Deutschland gibt, dann mache ich das. Das Problem allerdings war, dass nur einen ganz kurzen Zeitraum die Vorbestellphase überhaupt möglich war und ich in dem Zeitraum aber nicht aktiv geworden bin, da ich ja unter anderem ein Kooperationspartner von Fanhome war, muss ich sagen, und gedacht habe, dass man da vielleicht noch was zustande kriegen könnte. Dem ist nicht so. Und als dann das klar wurde, ja, war die Vorbestellzeit auch schon wieder vorbei. Auf einmal kam dann die Nachricht, das Modell ist nicht mehr verfügbar und bis heute nicht, muss man sagen. Die Webseite ist da, man kann sich registrieren, wenn ein neuer Vorverkauf beginnt. Aber jetzt haben wir es Ende Juni und es ist bis jetzt in Deutschland nicht mal absehbar, wann ein Vorverkauf beginnt, sprich ein Auslieferungsstart. Also keine Ahnung, was Fanhome da macht hier für Deutschland, keine Ahnung. Deswegen wurde mir das am Ende auch wirklich so, also auch so zu doof, wenn ich schon eigentlich als kontinuierlicher Video Creator kein Partner mehr sein soll und diejenigen sich andere suchen, dann bitteschön. Aber bis jetzt, wie gesagt, noch keine Möglichkeit bekommen, an die Ausgaben, an das Abo ranzukommen. Deswegen bin ich zu Frankreich gegangen. Da gibt es die Ausgaben im Handel bei Journaux Stück für Stück. Und da gibt es aktuell, bis jetzt stand der Videoaufnahme, Ausgabe 20. Die Ausgaben einzeln Stück für Stück. Auch ein Ticken teuer wegen Versand. Aber in der Summe, ja, kommt man trotzdem an das Modell ran. Und das ist es mir dann auch wert. Deswegen heute die Ausgaben 15 bis 19, die ich mir jetzt aus Frankreich rangeholt habe, beziehungsweise machen wir jetzt mit der französischen Version weiter. Modell ist ja das gleiche, nur die Anleitung und der Bezug aus dem jeweiligen Land natürlich ein anderer. Ja, kurzer Blick, was wir schon alles gemacht haben auf den Skyline, ist ja lang genug her. Wir haben uns schon um die Frontschürze hier gekümmert. Na, das ist diese hier, die haben wir schon soweit gebaut. Wir haben natürlich auch hier unsere Motorhaube. Das ist diese hier gewesen. Die haben wir auch schon bekommen. Wir haben uns schon kräftig mit dem Motor auseinandergesetzt. Das ist der hier gewesen. Auch schon, ja, wie gesagt, viele Monate her. Damit haben wir uns befasst und ein erstes rechtes Rad, wahrscheinlich Vorderrad, haben wir auch schon bekommen. Ja, Bremsscheiben gab es auch noch, Bremssattel, ein Lenkrad war auch noch mit dabei, sehe ich gerade. Und eine Vorderradaufhängung. Die Ausgaben waren zuletzt verbaut worden. Da ist mir ja sogar noch einer dieser Stoßdämpfer geplatzt, wollte ich schon sagen, oder abgebrochen. Den habe ich mittlerweile durch eine Ersatzausgabe aus Frankreich repariert. Jetzt seht ihr auch die auf beiden Seiten. Ja, jetzt aber mal was zu was Neuem. Was kommt denn heute? Wir bauen einmal das zweite Rad zusammen. Ich tippe mal, es ist das linke Vorderrad, was wir zusammensetzen werden. Und dann starten wir bereits mit großen Teilen, denn dann werden wir uns um ein Teil, glaube ich, davon, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Lenksäule kümmern und wir bekommen bereits den ersten Teil vom Chassis, also eine große Bodenplatte, kommt auch mit dazu, wo genau dieser Support mit der Lenkstange und Säule mit angebaut wird. Ja, darum soll es heute gehen. Also lehnt euch zurück, viel Spaß beim Zuschauen. Endlich geht es weiter und jetzt dann auch mehr oder weniger kontinuierlich auf jeden Fall aus Frankreich. So ist mein Plan mit dem Fast and Furious Nissan Skyline GT-R Ausgabe 15 bis 19. Viel Spaß dabei. Bis gleich.
damit legen wir los mit den Ausgaben 15 und 16. Die habe ich schon mal hergeholt. Das sind die ersten beiden Ausgaben, die wir verbauen wollen. Da geht es um das zweite Rad für unseren Skyline. Deswegen habe ich das schon mal soweit beides da hergeholt. In der Ausgabe 15 geht es erstmal los, indem wir uns lediglich mit dem Reifen auseinandersetzen. Das ist der hier. Und die beiden Hälften vom Felgenmantel. Das ist der Plan und ja, wir müssen diese quasi einfach nur zusammensetzen. Es wird auch nicht mal zusammengeschraubt in der Ausgabe, nur zusammensetzen. Wir müssen allerdings gucken, dass wir die richtige Seite erwischen. Hier oben sieht man auf einer Seite, da steht Left mit drauf. Die andere Seite ist hier, da steht hier oben Right drauf. Wir brauchen aber die Left Side, die linke Seite. Und auf der linken Seite soll die schmalere Hälfte vom Felgenmantel eingesetzt werden. Das ist aus Erfahrung vom letzten Mal beim Skyline tatsächlich relativ simpel. Manchmal muss man ja diese Räder auch einmal ein bisschen in heißes Wasser tunken, damit sie geschmeidiger oder biegsamer werden. Aber hier funktioniert das ohne Probleme. Und auf der rechten Seite, genau, kommt dann die andere Hälfte vom Felgenmantel einfach so mit rein. Mehr ist in der Ausgabe tatsächlich nicht zu tun. Fester wird es dann in Ausgabe Nummer 16. Und zwar kommt dann die Felge an sich mit dazu. Das ist diese hier, sowohl Mantel als auch Felge aus Metall. Und die setzen wir dann auf der kleineren Hälfte, auf der kürzeren Hälfte mit rein, also auf der linken Seite. Genau, kommt das Ganze dann mit ran über die drei Verbindungslöcher, die wir hier haben. Kommt das Ganze dann so weit zusammen. So, genau, und wird dann von der anderen Seite, von der tieferen Seite, mit drei Schrauben ABM, um genau zu sein, verbunden. Mal gucken, ob wir das mit unserem herkömmlichen Schraubendreher gut hinkriegen, wenn wir das doch treffen. Ja, das geht gut, da ist keine Lackierung drauf. Also blankes Metall, da können wir dann auch ohne spezielle Hilfe durch Öl oder sonst was da gut durchschrauben. Ups, nicht abrutschen, dann haben wir ein Loch im Finger. Das wäre schade drum. Also bis jetzt noch nichts Neues. Wir haben ja schon mal ein Rad zusammengesetzt. Aber ja, so ein Auto ohne Räder ist halt auch schwierig. Deswegen gehört das halt zum Bau mit dazu. Bleibt nicht aus. So, und damit haben wir die Felge auch mit drin. Schön glänzend, wie ihr sehen könnt. Das ist es. Und ja, ansonsten hätten wir jetzt noch diese Schlüssel im Angebot, diese Narben, diese Schlüssel hier. Aber die sollen wir noch nicht benutzen, genauso wie die Radkappe und eine Unterlegscheibe. Die sollen wir uns lieber auch beim ersten Rad zur Seite legen. Ja, damit ist das zweite Rad, vielleicht denke ich mal das linke Vorderrad, soweit abgeschlossen. Gut, und dann geht es jetzt schon in Richtung Chassis und zwar zu den ersten Bauteilen erstmal für die Lenksäule. So, da haben wir schon die Ausgabe 17 dahergeholt. Das sind die Teile dafür. Genau, da soll es dann losgehen mit der Lenksäule, beziehungsweise die Teile davon. Hier sehen wir schon Zahnräder, die dann ineinander greifen und eine große Halterung dafür. Erst einmal sollen wir quasi das ganze Stück hier zusammensetzen. Wir brauchen diese Halterung, alles schwarz und schwarz, ein bisschen schwierig, aber kriegen wir hin. Das hier zuerst, da kommt diese Stange mit Zahnrad mit hinein. So, dass das Zahnrad oben liegt. Und dann kommt jetzt in den freien Bereich diese Stange mit dieser Schnecke mit dran. Ebenfalls hier mit rein. Ihr seht schon, ne, wenn sie das bewegt, dann dreht sich das Zahnrad automatisch mit. So soll das sein. Legen wir rein und dann kommt die Abdeckung, die wir hier haben, drüber, die das Getriebe, wie man das nennen möchte, einmal verschließt. Und es werden drei SM-Schrauben benötigt, die das Ganze dann festsetzen. Und die nutzt sich auf jeden Fall mit Öl, weil das alles dick lackiertes, dick schwarz lackiertes Metall ist. Aus Erfahrung geht das immer sehr, sehr schwierig. Deswegen nehme ich auch gleich einen größeren Schraubendreher. Vorausgesetzt, die Schrauben halten überhaupt. Tun sie noch nicht, vielleicht hier. Ah, jetzt. Hat vielleicht noch nicht gegriffen. So, einmal. Dann zwei. Hier oben wollen die gar nicht so richtig.
Der muss ein bisschen kräftiger reindrücken, dass die greifen und die beiden Hälften zusammenkommen. Ja, wenn aber zwei sitzen, hat die dritte Schraube auch keine Chance mehr und wird versenkt. Ja, bewegt sich. Okay, und dann wird das ganze Gestänge hier an dieser Haupthalterung mit angebaut, an diesen Rahmen. Und zwar hier haben wir die entsprechende Vorrichtung. Zwei Löcher, ein Pin haben wir auch hier auf dieser Seite. Und dann wird das Ganze so angesetzt, glaube ich, denke ich. Genau. Alles Metall übrigens hier. So, da kommt es hin. Und wird dann mit Schrauben verbunden. Was haben wir denn hier? Das waren zwei AAM-Schrauben. Ziemlich dick. Da brauchen wir mit Sicherheit auch Öl dafür. Aus Erfahrung spreche ich. Weil wir haben schon viele Modelle gebaut. Ich habe schon viele Modelle gebaut. Auch mit solchen dick schwarz lackierten Teilen. Und ich merke das auch jetzt schon, dass selbst mit Öl gerade solche fetten Schrauben hier nur wirklich schwergängig reingehen, weil das derartig dick lackiert ist. Man merkt das gleich. Dieses schwer zu erklären, aber dieses raue, etwas rauere schwarze. Diese rauere schwarze Farbe, die hat es in sich. Die Schraube will auch nicht so richtig. Da, jetzt eine richtige Position treffen. Dann kriegen wir das auch hin. So. Haben wir auch dran. Und dann kommt noch dieses Stück dazu, was hier oben drauf gesetzt wird. Okay. Geht dementsprechend nur in einer Position bzw. auf das Quadrat hier drauf. Wird drauf gesetzt und wird mit einer AM-Schraube fixiert. Machen wir auch. So. Richtung ist erstmal egal, weil sich ja das Ganze sowieso dreht. So, muss ich aber ein bisschen Druck aufwenden, damit die wirklich zueinander passen, hier die Teile. So, und dann sitzt das zusammen und bei Bewegung seht ihr, dass der Arm sich hier bewegt. Weil er schon schwergängig ist. Gerne mal, glaube ich, hier ein bisschen rummeckert. Eventuell müsste ich das nochmal lösen hier und ein bisschen einfetten. Wenn ich noch ein bisschen Fett hier habe, weiß ich gerade nicht. Ansonsten muss ich das im Nachhinein machen. Kann, glaube ich, nicht schaden, weil diese fett lackierten Teile stören mir so ein bisschen. Dann lieber vielleicht ein bisschen Fett reinschmieren, damit das Ganze schön geschmeidig bleibt. Geht schon, man muss es halt, ja, man merkt schon, je länger ich das bewege, desto leichtgängiger geht's. Aber soll ja auch beim Modell später funktionieren. Naja, drehen wir es erstmal so, wie es aussehen könnte. So zum Beispiel. Oder andersrum? Oh, nee, andersrum, sehe ich gerade. Ich laber hier rum und dann war es falsch rum. Das Teil. Also die Position ist richtig, aber. Nee, ist doch richtig gewesen. Was erzähle ich denn hier? Ah, falsch geguckt. Okay, nee, geht nur in der Position. Oh Mann, ey, peinlich. Ich dachte gerade, ich habe ein anderes Teil gesehen, was höher steht. Das war aber dieses Endstück hier. Nicht das Teil an sich. Na gut. Learning by doing. So, wieder dran das Ganze. Gut, das war es dazu. Und jetzt gibt es größere Teile. Jetzt kommt das erste Bodenteil dazu.
So, ihr seht sie schon, größere Bauteile haben uns hier erreicht und das sind die Ausgaben 18 und 19, die letzten beiden für heute. Aber ihr seht schon, eine große Bodenplatte haben wir hier bekommen. Die erste fürs Chassis, da werden wir noch ein paar, glaube ich, noch mindestens ein Bodenteil bekommen. Hier hinten kommt, glaube ich, noch eins dran, aber das ist erstmal das Hauptteil. Auf jeden Fall, wie man hören kann, aus Metall. Auch diese Teile, gut, das, die Teile hier nicht, aber auch dieser Rahmen aus Metall, das kommt alles jetzt mit zusammen bzw. dran an den ersten Teil vom Chassis. Zunächst kommt hier die Mittelkonsole, kann man das sagen, oder die mittlere Abdeckung, wie heißt es hier? Zentrale Sektion des Chassis, das ist diese hier. Die kommt hier mit rein, die ist aus Plastik, geht auch, wie man sehen kann, natürlich nur in einer Position hier rein und wird dann auch verschraubt mit 4 AM Schrauben, genau, die jetzt hier jeweils in die Ecken kommt. Wir haben hier so, wie ihr sehen könnt, hier 4 Laschen jeweils, ja, damals helle, rundherum, da wird das Ganze dann fixiert. Genau, einfach draufsetzen und da wir wieder in dieses fette, schwarze, lackierte Metall reinschrauben, werde ich auch hier mit Öl arbeiten. Weil auch wenn wir hier ein Plastikteil haben, wir schrauben ja nur das Plastik fest, aber wir schrauben ja nicht in Plastik rein. Deswegen macht das wenig Sinn. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe lange kein Chassis-Teil mehr gehabt. Also ne, die letzten Autos, die sind schon ein bisschen länger her tatsächlich, die ich gebaut habe. Ich weiß gar nicht, was das letzte Auto war, wo ich ein Chassis in der Hand hielt. Boah, das ist wirklich lange her, merke ich jetzt gerade. Und das gibt gerade so ein bisschen so ein Gefühl, ja, so ein Autoschrauben hat auch mal wieder was, ne? Das ist lange her, auf jeden Fall. Und dann noch den Skyline. Sehr gerne. So, haben wir dran. Dann soll als nächstes die Halterung mit der Lenkkonstruktion, die hier, mit angebaut werden. Auf der Unterseite einmal drehen. Und zwar hier kommt das Ganze dran. Ich hoffe, das kann man einigermaßen trotz der schwarzen Teile hier erkennen. Da kommt das ran, nämlich hier, diese Wölbung kommt jetzt hier ran. Ah ja, genau hier. So. Ich hoffe, dass sie das gleich zurechtzieht, wenn es verschraubt wird. Mit 2 EM-Schrauben nämlich. Die sind schon ein bisschen dicker, das Ganze. Die restlichen Teile brauchen wir in der Ausgabe 18 nicht, aber wir haben ja noch eine. Einmal wird dann hier oben verschraubt. Dauert auch ein bisschen, bis die Schraube fest ist. So. Und dann kommt die nächste. Hier unten mit rein. Ich will jetzt nicht mit dem Öl so rumsauen, also idealerweise schon direkt zu Anfang treffen. Das wäre ganz gut. So, dann versenken wir auch die. Das war die 18 und eine haben wir noch, die 19. Machen wir direkt weiter. Das sind nämlich diese drei Teile aus der Ausgabe 19. Wo ja, der nächste Rahmen angebaut wird. Die anderen beiden Teile brauchen wir, glaube ich, soweit ich sehe, nicht. Die hier, die können wir zur Seite legen. Da wird lediglich der zweite Rahmen jetzt hier auf die andere Seite mit angesetzt. Okay, dann machen wir auch das und sind dann auch schon durch für diese heutige 5er-Ausgabe, in dem alles verbaut. Es ging dann doch relativ flott. Ein zweites Rad zusammengesetzt ist jetzt nicht die höchste Kunst. Eins und die nächste Schraube und da sehen wir schon die Aufmachung jetzt hier. Ich könnte wetten, muss eigentlich, dass das jetzt die Aufnahmen sein werden für den Motor später. Also die Motorhalterung. Jetzt gibt das lang. Ups, doch richtig, ja doch richtig. Gibt das langsam so ein bisschen Form hier. Das, da könnte wunderbar der Motor mit reinpassen. Wenn wir hier schon die Lenksäule haben, muss er hier auch, ist es hier vorne. Das wird dann der Motor sein. Das kann durchaus richtig sein. Genau, das Lenkrad haben wir auch dieses Mal hier auf der linken Seite. Entschuldigung, auf der rechten Seite.
des Autos. Ja, genau, normalerweise ja immer hier, aber jetzt auf der anderen Seite. Ja, so sieht das Ganze aus. Und da könnte eigentlich super der Motor reinpassen. Habe ich den hier, warte, da gucke ich nochmal eben hinein. Der ist ja nicht weit weg. Der wird mit Sicherheit hier sich irgendwie, hier haben wir zwei Halterungen. So, könnte der sich hier, der könnte sich hier wunderbar niederlassen. Ja, hier so. Hier entweder so, ja nicht so rum, könnte der sich da so eingliedern. Der würde hier perfekt drauf passen auf die Halterung. Ja, doch. Aber ja, da sind wir noch lange nicht. Das brauchen wir noch längst nicht. Gut, damit sind wir durch für heute. Nicht weiter faseln. Wir haben den ersten Teil vom Chassis bekommen mit den entsprechenden, ja, Verstärkungen, Streben hier angebaut, wo mit Sicherheit der Motor mit reinkommen wird. Das ist dieses hier gewesen. Ein paar extra Teile, die brauchen wir noch nicht. Und wir haben das zweite Rad soweit zusammengesetzt. Das können wir uns erstmal wieder zur Seite legen, bis es dann wieder benutzt wird. Das wird ja noch eine ganze Zeit dauern. Ja, ihr Lieben, damit sind wir schon für heute durch mit den 5 Folgen, Ausgabe 15 bis 19, die wir jetzt fertig haben vom Skyline. Das zweite Rad ist soweit zusammengesetzt, das haben wir hier, und wir haben uns um den Bau des ersten Teils vom Chassis, des zentralen Teils vom Chassis gekümmert, ein Mittelelement mit eingebaut und diese beiden Halterungen wahrscheinlich für den Motor mit angesetzt, inklusive hier schon einer ersten Lenkvorrichtung. Ja, das ist soweit gebaut. Wenn mich meine Bildkenntnisse nicht komplett auslassen, weil es japanisch ist, wo ich momentan geschaut habe, geht es jetzt demnächst weiter mit Radkästen und dann schon mit dem Innenraum. Da legen wir langsam wohl schon los mit dem Ganzen. Ja, da dürfen wir gespannt sein, wie das damit dann Stück für Stück weitergehen wird. Auf jeden Fall sehe ich eine große Innenraumplatte mit schon ersten Innereien dafür. Ja, da geht es dann wahrscheinlich dann in den nächsten Ausgaben mit weiteren Text. Ja, für heute sind wir durch. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, die nach langer Zeit erste Folge vom Skyline hat euch dann trotzdem wieder gefallen. Und jetzt könnt ihr sicher sein, dass es mit dem Skyline auf jeden Fall weitergehen wird. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst gerne den Daumen nach oben da. Kanal-Abo genauso, würde mich sehr freuen. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video vom Skyline oder einem anderen Projekt. Wird jetzt noch mit dem Skyline dauern, weil ich wieder aus Frankreich wieder ein bisschen sammeln muss. Aber in der Zwischenzeit kommen auch noch andere Projekte hier wieder an den Start. Bis zum nächsten Video allgemein. Euch allen ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Viel Spaß beim Weiterbauen natürlich eurer Projekte oder eures Skylines, wenn es bei euch soweit ist. Und natürlich bis zum nächsten Mal.